Ja, und da geht's auch schon wieder weiter mit, ja, Tomb Raider, The Angel of Darkness oder Tomb Raider. Ich werde nach wie vor Tomb Raider sagen. Das ist einfach schon so lange in meiner, das habe ich schon so oft gesagt, seitdem ich klein bin, insofern, das werde ich, glaube ich, nicht mehr rausbekommen. Und wir haben eine neue Waffe, die Scorpion X Fully Automatic. Ach stimmt, die hat uns der eine Typ gegeben, ne? Der Ladek hieß er, glaube ich. Und, jo, ich würde mal sagen, diese Waffe gab es, ach, dafür haben wir keine Munition. Aha, das ist natürlich schlecht. Nee, die Munition, glaube ich, würde sie tatsächlich selbst nachladen. Ja, gut, dann würde ich sagen, nimm einfach mal die Wiper. Wegen der Pistole hier unten, also das ist eine Fully Automatic Pistole, steht ja auch schon da. Diese Waffe gab es eigentlich auch doppelhändig. Aber, da das Spiel ja nicht fertig geworden ist, wurde sie leider dann doch nicht eingefügt. Man kann sie sich cheaten. Muss mal kurz das Licht ausmachen. Oh, so jetzt. Man kann sie sich cheaten, aber das machen wir hier natürlich nicht. Weil wir spielen ja ohne Cheats. Genau, aber das weiß ich noch. Das ist eine Pistole gewesen, die man sich tatsächlich geben kann. Mit halt eben Cheats. Lustigerweise, wenn du sie in manchen Leveln hercheatest, dann ist es so, dass die Waffe einfach keine Textur hat. Also das heißt, du schießt mit der Luft und manchmal hört man auch nichts. Aber in diesem Level, glaube ich, wenn man sie sich hercheatet, dann hat man sie, also dann hört man sie und sieht man sie. Ja, gut. Soviel mal zur Randinformation. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen, deswegen kletter ich jetzt einfach mal hier hoch, weil es hier einfach so toll aussah. Und hier unten ist auch nichts. Ich würde fast behaupten, wir müssen da durch. Oh. Etwas laut, nach wie vor. Ach so. Das wurde jetzt entfernt, damit wir hier drüber können. Ist aber sehr nett, dass uns hier gleich eine Brücke gebaut wird. Scheint ja so, als wären wir hier fast schon willkommen. Was jetzt? Wo geht es jetzt hin? Okay. Also, ich glaube, wir müssen dahin. Ja, gut, war klar. Und dann darüber. Quick Save. Aha, du möchtest... Ich glaube, ich hab's jetzt akustisch nicht verstanden, aber es hieß immer so viel wie... Ich möchte nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich bekommen. Aber wir sind ja auch hier ganz leise. So, deswegen gehen wir da jetzt auf den Land. Ich habe was gehört. Irgendetwas. Da oben in dem Führerhäuschen müssen wir wahrscheinlich rein. Ich habe nochmal was gehört. Sie zielt. Also ich habe den Typen da unten schon gesehen, allerdings. Ja. Schaut bei dem anders aus, oder? Wir können den natürlich jetzt auch umnieten, aber ich schau mal, dass ich den irgendwie sanfter erledige oder erledigen kann. Sagen wir mal so. Kann man hier jetzt irgendwie so einen tollen Seitwärtssalto machen, dass ich hier lande? Oh. Ja, okay, das war mehr als scheiße. Dann vielleicht einen kurzen Jump? Nee, auch nicht. Okay, egal. Dann gehen wir einfach mal weiter und gucken, dass wir von der anderen Seite hinkommen. Ich mache mal ganz kurz von meinem Laptop hier mal den Sound aus, weil ich so viele E-Mails bekomme. Das
schon echt pervers. Ich weiß nicht, ob man es hört in der Aufnahme, aber es war schon das zweite Mal. Und ich kann mich an die letzten Aufnahmen erinnern, da war das auch noch so. Deswegen. Ach ja, wir haben ja diesen Passcode auch bekommen. Von dem Ladek. Und dann ziehen wir es gleich nochmal durch, weil es so toll ist. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Wow! Okay. Was? Oh. Das ist schlecht. Was war das? Das war aber so nicht geplant, Leute. Okay, also so leise kann man das ja anscheinend nicht machen, weil wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Naja, egal. Oder kann man hier unten irgendwas ausschalten oder noch machen? Weil ich meine, wir gehen jetzt hier schon in den anderen Bezirk rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter, oder? Das wird sich schon fast für mich danach anhören. Jetzt, bevor wir jetzt irgendwie weitergehen und dann hier nochmal zurückkommen, weil hier unten irgendwas ganz Tolles ist. Wieso kletterst du nach oben, Lara? Ich hab doch gesagt nach unten. Hä? Ach so, sie... Ach so. Wenn ich jetzt hier so... Okay, sie will schon wieder irgendwie reagieren. Also da steht jemand drin. Ich meine, das ist, denke ich, offensichtlich. Gut. Dann packen wir mal die Waffe aus. Oh, mit der Kiste konnte ich interagieren. Oh. Der andere auch noch. Ja, geht ja eigentlich einfach. So. Das kann ich schieben. Jetzt bin ich stärker bestimmt. Nein, bin ich nicht. Aber man kann es zumindest verschieben. Das hatte... Oh. Na was? Ein Ausweis. Also werden hier auf jeden Fall nochmal hingehen musst. Schauen wir uns erstmal hier um, was jetzt hier noch so ist, weil... Moment, war hier ein Keypanel? Nee, das war bloß ein Sticker oder was auch immer das sein soll. Gut, und hier ist irgendwie ein Button, den man drücken kann. Okay. Warum? Hä? Verstehe ich nicht. Und jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Ach so. Okay. Und warum? Ist irgendwas... Ah! Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich darüber springen, aber sie hat gemeint, ich will mich drehen. Okay, aber was bringt mir auch das hier? Also ganz big ist noch nicht, aber ist auch egal, weil wir gehen erstmal kurz in das Häuschen rein. Jo. Nein, du musst... Oh. Steuerung. Das macht mir echt ein bisschen schwierig. Telefonieren kann man anscheinend nicht. Im Feuerlöscher kann man auch nicht spielen. Das heißt, hier ist eigentlich nichts. Okay, das heißt, es hat ja wohl irgendeinen Grund gehabt, dass man sich da langhangeln kann. Ich meine, nur klar, warum wäre das auch sonst da, ne? Warum hätte man sonst auch hochgekonnt? Fragen über Fragen. Naja, aber so ganz blöd ist noch nicht, also... Vor allem, ob wir vielleicht in den anderen Raum zuerst hingehen sollen, oder... Also, wir können ja da jetzt hoch, aber wo sollen wir uns langhangeln? Dahinter? Macht keinen Sinn, oder? Weil wir hätten ja sowieso da hochgekonnt. Vorhin. Ach, dahinter ist ja noch eine Tür gewesen. Okay.
Dann machen wir es einfach mal so. Wir gehen einfach mal weiter. Und schauen da... Ach, warte. Kann es sein, dass wir dieses... Das wäre aber ein ziemlich weiter Weg, oder? Egal. Gehen wir erstmal dahin. Die kann man ja auch schieben. Warum kann man all diese Kisten schieben? Ich habe keine Ahnung. Naja. Ist auch nicht so wichtig. Wir gehen einfach nochmal kurz zurück. So, hochklettern. Jo. Dann gehen wir da nochmal durch und speichern vorher, weil das hat mir nicht gefallen. Die Frage ist, können wir da zuerst hochgehen, bevor er uns abschießt? Ich glaube nicht, oder? Petrelets! Ja, servus. Nein, nein, nein! Oh Gott. Naja, okay, das war voll für den Arsch. Ich wollte eigentlich ihn schlagen, aber... Ach, weiß das. Ich scheiß drauf, echt. Hä? Petrelets! Nein, pack doch die Waffe aus. Lara, was machst du denn? Hä? Okay. Der ist jetzt... Ich weiß nicht, ist er jetzt halt einfach runtergefallen oder ist er gestorben und dann runtergefallen? Oder runtergefallen und dann gestorben? Hm. Keine Ahnung. Hier. Ja. Gut. Ist hier noch irgendwas Tolles im Schrank? Auch nicht. Dann schauen wir wieder runter. Противник спозорован. Ja, wer? Ach so. Ja, noch mehr. Nein. Da. Waffe. Ja. Das ist nicht gut gewesen. Aber wir haben genug Minipacks. Ja. Gut, dann müssen wir mal dahinter. Oh, sie kann ja sprinten. Ach stimmt ja, das hat sie ja gesagt, als sie die Gasmaske bekommen hat, hat sie ja die Fähigkeit erlernt zu sprinten. Der checkt nicht, ob sie schießt. Umso besser. So. Das hört sich ziemlich nach Strom an. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ein Raum mit einer Tür. Jetzt sind wir... Ach so. Moment, ist da... Ist das Tor jetzt offen? Ich weiß nicht, soll das symbolisieren, dass das Tor offen ist, oder? Weil irgendwie ist das Logo in der Luft und... Ach, ich blick's nicht. Keine Ahnung. Hier geht's auch noch hoch, das habe ich vorhin gar nicht bemerkt. Ach, man kann nicht speichern auf der Treppe. Jetzt. Oder wenn es in der Animation was will, kann man nicht speichern. Und Leiter meine ich eigentlich, nicht Treppe. Nun ja. Aber auch eine ewig lange Leiter.
Jetzt aber. Wir sind jetzt oben. Gucken wir mal hier. Hier kommen wir noch runter. Ach, man kann hier in das Führerhäuschen. Oder auch nicht. Warum kann man... Hä? Was ist da, wenn man dann hier hochgehen können? Habe ich irgendwas übersehen, oder? Würde ich sagen, laden wir einfach kurz, weil wir waren eh da unten. Was an der Treppe. Leiter. Dann würde ich sagen, nutzen wir auch mal das tolle Sprint-Feature, weil es geht natürlich wesentlich schneller. Mal gucken. Okay. Vielleicht da hinten noch, weil ich habe dann ja geschaut, ob da die Leiter zu war. Oder ob man diese verwenden konnte. Die war... Oh, Mikrofon. Okay. Ja. Ist offen. Schauen wir mal hier. Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück. In der Zwischenzeit trinke ich mal was. So. Okay. Dann speichern wir mal hier extra ab. Da kann man vielleicht ran, oder? Ich meine, es leuchtet so schön. Symbolisiert was so. Hey, du kannst hier rein. Gucken wir mal. Oh. Also ich muss ja zugeben, ich habe gerade nicht bemerkt, dass so unten Geschütze sind. Das war jetzt mir gerade ein bisschen neu. Vielleicht auch besser so, aber ja, aufgefallen ist mir nicht wirklich. Das andere ist, wir hätten irgendwie in dem Raum da drin stehen müssen, oder? Und da hätten auch irgendwie ein bisschen Kontrollgeräte sein müssen. Aber es war halt einfach ein bisschen Cutscene, deswegen. Naja, die Leute schwebt in der Luft. Wobei, nee, sie hat ja eigentlich halt. Ja, jetzt gehe ich mal von aus, wir können jetzt runtergehen, weil die Geschütze jetzt kaputt sind. Ich wüsste aber noch nicht wo. Weil hier war ja eigentlich keine Leiter, oder? Muss ja irgendwas sein. Vielleicht... Ah, doch, da ist ja eine Leiter. Ups. Doch, 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 da ist eine Leiter. Ja, wie gesagt, die Geschütze sind mir einfach gar nicht aufgefallen. Aber umso besser, dass ich es nicht ausprobiert habe. Oder dass ich die Leiter nicht gesehen habe, sagen wir mal so. Na komm, machen wir wieder hier. So, und hier sind jetzt bestimmt noch Gegner gekommen. Nicht? Danger? Ist es unter Strom? Nein. Okay.
Da ist ein Hund. Ich meine, dann können wir jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, müssen wir hier rüber? Okay, wir müssen hier rüber. Ja, warum auch nicht. Gut, dann... Haben wir jetzt eigentlich schon einen Taser? Nicht einen Taser, ich meinte einen... Ja, immer noch 7, okay. Ich meinte einen... Munition für diese hier. Nee, immer noch nicht. Komisch. Nehmen wir mal diese, die MP5 oder was das sein soll. Wobei, die heißt wahrscheinlich eine MP5, das ist wahrscheinlich eine andere Waffe. Ich bin jetzt halt so der Waffenexperte, aber... Ach, Mac Vega. Hat ein bisschen so Charakteristiken von einer MP5. Okay, das hört sich ziemlich... Naja, falsch an, wenn ich da hingehe. Deswegen probiere ich es einfach mal nicht aus. Oh, hier kann man das Ding bewegen. Und da sind... Auch irgendwie... Sind es Minen? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ich kann die verschieben, aber... I'm not strong enough. Strong enough. Okay. Das, kann man hier irgendwie hoch oder so? Aha. Okay, so kann man auch rübersteigen. Also, was steht hier? Ein Hund? Okay, ja gut, wir haben ja schon gelernt, dass er nicht mehr da ist. Dann... Irgendwie gefällt mir das Gas hier nicht. Nein, auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da einfach so rüberstehen kann, oder? Nee. Ja, es wird wahrscheinlich das Gas sein, das uns da Probleme macht. Deswegen... Wann habe ich zuletzt gespeichert? Ah. Okay. Habe jetzt gar nicht gedacht. Ja, dann vielleicht... Ah, da ist ein Rad und da ist ein Rohr, deswegen schätze ich jetzt mal... Wenn ich jetzt 1 mit 1 und 1 kombiniere und jetzt den Fakt beachte, dass es hier Tomb Raider ist, dann ist es wahrscheinlich jetzt so. Wir müssen jetzt das Rad drehen. Dann werden wir erstens stärker und zweitens das, der Nebel oder, ne der Nebel, der Rauch da geht aus. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Kiste uns ermöglicht, es da hochzuklettern. Weil einfach auf das Ding da drauf kann ich ansteigen. Wobei ich die schon ziemlich komisch schieben kann, ne. Gott, da kann ich hangeln? Okay. Schauen wir mal hier, ob man vielleicht hangeln kann. Oh. Springen. Oder muss ich mir nicht ein Act geben mit... Nein. Bitte steig da hoch.